Tag, meine Damen und Herren. Dieses Objekt, welches sich hier vor uns befindet, ist eine Glühbirne, meine Damen und Herren. Diese Glühbirne ist sehr, sehr schön. Diese Glühbirne sorgt dafür, dass ihre Augäpfel anfangen zu brennen. Und deswegen trage ich zum Schutz die neue, super tolle Sonnenbrille. 4845 Millionen. Woo, nur 99 Cent das Stück. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch ein Hallo oder so. Von mir, eurem Lasi, herzlich Spaß und willkommen heute zurück zu Minecraft. Shravity Davity! Das muss jetzt noch sein, Leute. Tut mir echt leid, auch mit dieser coolen Sonnenbrille. Oh! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, es wird Tag. Das ist so cool. Es wird endlich mal Tag. Oh mein Gott, Leute. Zum Glück haben wir die Sonnenbrille angezogen, weil wir sind nämlich irgendwie so total nachtaktiv eigentlich immer, wenn Minecraft Shrubby startet. Aber jetzt geht die Sonne auf. Zum Glück tragen wir die Sonnenbrille. 4000, was habe ich gesagt? Irgendwas mit einer Million. Super Duper Pro. Keine Ahnung was. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sonnenbrille für nur 99 Cent das Stück. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier erstmal sehr, sehr viele produktive Dinge. Unter anderem möchte ich euch erstmal zeigen. Warte mal, wir ziehen jetzt unseren hässlichen Drachenhelm hier auf. Oh mein Gott, Leute. Ich muss ihn mal auch irgendwie mal wieder ablegen. Dieser Helm sieht so richtig dumm aus, wirklich. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie was Besseres oder eine andere Alternative finde oder sowas als diesen hässlichen Drachenkopf, weil ich meine, ihr wollt ja auch mein knochiges Gesicht sehen oder etwa nicht. Ihr wollt doch mein hässliches, knochiges Gesicht sehen oder wollt ihr das Drachengesicht sehen? Okay, liebe Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Guckt mal, Leute, ich habe einfach meine ganzen Kisten sortiert. Ja, so halb sortiert. Ich habe nicht gesagt, alle Kisten, ja. Auf jeden Fall habe ich hier noch, das hier ist so der ganze Müll, wo ich noch nicht irgendwie ein bisschen zu faul war, das Ganze zu sortieren. Aber die ganzen anderen Kisten sind halt alle schon irgendwie gut untergebracht oder sowas, ne. Hier die Saplings nehmen wir mal kurz raus, die brauchen wir nämlich gleich noch. Wollen wir die Irish Lucky Blöcke rausnehmen? Ich weiß nicht, vielleicht. Das lege ich mal hier hin, vielleicht überlege ich mir das dann noch und so. Das hier sind halt noch die einzigen Kisten. Gut, hier ist auch noch eine Kiste, die ist noch nicht ganz fertig. Hier ist halt auch noch sehr, sehr viel Zeug drin. Das muss ich halt dann auch aussortieren und sowas. Das haben wir alles in den Livestreams gemacht. Guck mal, ich setze mich jetzt erstmal hier hin, erstmal ein Stück Kuchen, so. Das habe ich alles nämlich in den ganzen Livestreams und sowas, habe ich mich da ganz um die ganzen Kisten gekümmert und sowas. Wer die ganzen Livestreams nicht gesehen hat, kann sie sich gerne nochmal nachgucken. Man kann sie sich nämlich angucken noch auf meinem Kanal. Das ist nämlich alles noch möglich, liebe Leute. Und so, wir gucken jetzt erstmal uns das Ganze hier an, was ich hier nämlich machen möchte. Ich wollte nämlich oben, oh mein Gott, Leute, das ist so ein tolles Gefühl, warte, ich will es euch zeigen. Oh, guck mal, hier haben wir nämlich unseren ganzen Stein drinnen, ne? Hier unseren ganzen Cobble-Basalt, da haben wir unseren ganzen Cobblestone-Zeugs drinnen. Dann haben wir hier Dirt, alle möglichen Farben von Dirt, unser Regenbogen-Dirt. Haben wir Abalaria-Dirt, Dreamstone, Dreamstone? Hä? Hä, wieso ist denn Dreamstone hier drinnen? Achso, ich habe das, glaube ich, vertauscht mit Dirt. Ach, egal, komm, dann lassen wir einfach mal den Dreamstone da drinnen. Ja. Dann haben wir unsere ganzen Edelsteine und sowas drin, ja. Oh, diese Kitty-Komet-Dinger, die können wir eigentlich mal mitnehmen, aber das haben wir noch nicht. Doch, das haben wir auch schon mal ausprobiert, Necnoride, Meteor, Samwana haben wir schon mal ausprobiert. Der Kitty-Komet ist auch mega cool, da können wir doch theoretischerweise auch mal so eine Katze, die dann vom Himmel fällt. Warte mal, wir nehmen nur einen mit, weil die heben uns dann natürlich auf. Lass doch einfach mal so eine Katze, die da vom Himmel fällt. Das haben mir auch Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach das irgendwie nehme, die Katze nehme und dann zähme mit Fischen und dann einfach zu mir nach Hause mitnehme. Ich hatte auch mal eine Katze, aber die ist irgendwie weg. Ich hatte... Erinnert ihr euch, Leute? Wer erinnert sich daran? Ich habe noch eine Katze gehabt, die war irgendwie eine Zeit lang hier, aber die ist einfach verschwunden. Keine Ahnung, ich hatte auch einen Huhn. Baseline ist auch weg. Ich weiß nicht, wo die ganzen... Aber bitte verlass du mich nicht, okay? Hast du gehört, du kleiner Wolfi? Hast du gehört? Moonwolf. Wir haben noch gar keinen Namen für den. Und ich habe auch gar keinen Nametag. Aber ich habe doch in den letzten Folgen auch irgendwie einen Nametag oder sowas gekriegt, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Ich weiß es nicht. Genau. Ich wollte erstmal hier so das Holz rausholen. Und dann wollte ich hier den ganzen Krimskrams machen. Ich wollte hier nämlich das hier rausholen, ne? Genau. Dann wollte ich hier das Eisen braten. Und dann wollte ich nämlich heute mit euch über Dinge sprechen, liebe Leute. Habt ihr eigentlich sowas in eurem Leben, wo ihr sagt so, oh, das muss ich unbedingt nochmal erleben. Oder ich muss das unbedingt sehen. Oder ich muss das unbedingt, keine Ahnung was. Also ich muss unbedingt so... Das ist so ein Traum von mir, den ich unbedingt leben möchte, so ungefähr. Also bei mir ist es so, mein Traum ist es, ich möchte wirklich unbedingt mal reisen. Ja, ich möchte unbedingt viel von der Welt sehen. Ich möchte unbedingt irgendwie Leute kennenlernen, ganz viele. Ich möchte einfach viel sehen von der Welt. Ich möchte einfach alles sehen von der Welt. Tiere, Menschen, Land, Wälder, Bananen, Affen, sowas halt, ne? Also ich möchte halt so mal alles sehen von der ganzen Welt. Und das ist so ein Traum von mir. Das ist sowas, was ich gerne erleben möchte. Natürlich will ich auch noch so extreme Sachen machen, wie zum Beispiel Bungee-Jumping oder sowas. Ja, weil wie geil ist das denn, Leute? Wer möchte denn nicht gerne Bungee-Jumpen gehen, oder? Warte mal, wir können die doch theoretischerweise dann auch direkt mal so wachsen lassen, die ganzen hier. Ja, wir machen hier jetzt mal ein paar Bäumchen, so. Weil wir haben nämlich keine Bananen mehr, Leute. Das ist euch vielleicht, gar nicht aufgefallen, aber Leute, ich bin komplett auf Bananenentzug, Leute. Das ist schon gar nicht gut. Da wird meine Haut ganz schlaff und so total grau. Und ich sehe aus wie ein Skelett, wenn ich keine Bananen esse. Seht ihr das? So sehe ich aus.
Genau so sehe ich aus, wenn ich keine Bananen kriege. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Ich muss wirklich mehr Bananen essen, Leute. Das ist sehr, sehr gesund für euch, ja. Wie gesagt, ich möchte halt noch so wirklich coole Sachen erleben. Ich möchte halt sehr, sehr viel von der Welt sehen und sowas. Ihr könnt mir mal gerne so in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für Dinge erleben wollt in eurem Leben. Das ist wirklich so, das würde mich mal auch wirklich interessieren, was ihr denn so für Träume habt, was ihr für Ziele habt oder sonstiges. Also mein Ziel ist es, das, was ich jetzt mache, hier das YouTube-Zeug einfach lange durchzuziehen, so lange wie es geht natürlich oder so lange wie es mir möglich ist durchzuziehen, weil YouTube ist halt sehr, sehr schnelllebig. Jetzt kann es richtig gut laufen und morgen kann der ganze Spaß dann auch schon wieder vorbei sein. Ich sag jetzt mal Spaß, ne? Und ist halt wirklich so. Ja, und deswegen möchte ich halt noch so viel das Ganze hier auskosten und das Ganze erleben und sowas. Und das ist einfach toll. Es ist aber wirklich toll und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr so eine tolle, mega coole Community seid und dass ihr mich Oberdösel einfach so mega krass unterstützt. Und ich fange jetzt schon wieder an, so ein bisschen rum zu philosophieren und so ein bisschen so in den Geschichten so rumzuwühlen, ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich möchte hier heute sehr produktiv sein. Ich möchte Billy Joe, der Bananenfarmer, sein. Ich möchte hier nämlich... Oh, toll, da komme ich jetzt nicht dran. Warte mal, das machen wir dann einfach so, zack, zack. Wir sind heute wirklich richtig produktiv, muss ich echt sagen. Also, ich war lange nicht mehr so produktiv. Wo ist die Banane? Wo sind die Bananen? Ich will eine Banane, verdammt. Gib mir eine Banane her jetzt, sonst raste ich aus. Gib mir diese Banane. Ja! Leute, ich finde das, ich weiß nicht, vielleicht kennen sich ja einige Leute mit diesem Ganzen hier aus. Also, ich würde gerne wissen, wie man vielleicht noch mehr Bananen eventuell bekommen kann aus diesem Baum. Ich würde es sehr, sehr gerne wissen. Vielleicht wissen es ja einige von euch so. Also, ich weiß nicht, man kriegt hier so... Hier, eine Banane kommt da raus. Eine einzige Banane. Leute, das ist das Lebenselixier. Und da kommt einfach nur... Guck mal, wie selten hier Bananen sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist wirklich ganz schön heftig, ne? Das ist wirklich... Wartet. Das ist eine Rarität hier, die ganzen Dinger. Die, wenn du hier eine Banane aus einem Baum kriegst, das ist hier spektakulär. Das atemberaubend ist das Ding hier. Gut, bevor ich hier wieder so viel Käse laber, möchte ich eigentlich nochmal mit euch über meine Schulzeit reden, ja. Es war mal so, ihr kennt das doch so, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so in euren Schulen ist, aber bei meiner Schule war das so, wenn man irgendwie geredet hat im Unterricht oder wenn man irgendwie Mist gebaut hat, da war das so, dass man irgendwie eine Strafarbeit aufbekommen hat, ne? Also Strafarbeit hieß es bei uns, also so, wo man dann irgendwie einen langen Text schreiben musste, keine Ahnung, von mir aus 100 Mal, ich darf im Unterricht nicht stören, ja, und dann solltest du den Text dir selbst aussuchen und dann musstest du den 100 Mal schreiben oder so, ne? Und bei mir war das so, mein Lehrer war halt irgendwie ein bisschen, ja, ich sag lieber nichts dazu, ne, er war halt so sehr, sehr speziell, ne, wie jeder Lehrer halt so ist, ne? Auf jeden Fall hat er dann so einen Text gehabt, mein Lehrer, der Text hieß »Ein guter Lehrer«. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, das ist so wirklich in der kleinsten geschriebenen Schrift, die es gibt auf diesem Planeten, ja, wirklich so winzig, winzig kleiner Text geschrieben, ja, und das einfach eine komplette DIN A4-Seite komplett voll in so einer winzigen kleinen Schrift, wirklich winzig, winzig klein, man konnte es kaum lesen, ja, und das hieß ein guter Lehrer und da stand dann drin, jetzt haltet euch fest, wirklich, das war... Eine Seite, Leute, das war unglaublich, das war ein Riesenblatt, also ich meine jetzt so ein, richtig viel zu schreiben, keine Ahnung, auf jeden Fall stand da halt so Sachen drin wie, ja, ein guter Lehrer ist so und so und ein guter Lehrer macht das und das und ein guter Lehrer passt im Unterricht, dass die Schüler halt mitmachen und so weiter und so fort, auf jeden Fall ein totaler Käsetext, ja, so als Schüler hat mich das überhaupt nicht interessiert, was da drin stand und es war halt so, dass ich dieses, dass ich das dann schreiben musste und jetzt haltet euch fest, so ist ja eigentlich normal, dass man so den Text einmal abschreiben muss. Ja, das ist ja eigentlich so normal. Oder zweimal, wenn es hochkommt, ja. Vielleicht gibt es dann auch die ganz, ganz schlimmen Übeltäter, die das dann beim ersten und zweiten Mal nicht ganz verstanden haben, ne, und müssen es dann dreimal schreiben. Aber ich, Leute, ich musste mal ganze 24 Seiten Strafarbeit schreiben. 24 Seiten! Wie krass, oder? Wie heftig das ist. Mein Lehrer hat mich gehasst, ich sag's euch. Der hat mich wirklich gehasst. Der hat mich abgrundtief, der hat gesehen, so, der Lars, der Talent hier, der Lars, der ist cool, den mag ich. Den mag ich nicht, so. Und dem drücke ich jetzt einfach mal 24 Seiten Strafarbeit rein. Leute, ich sag's euch, ich hab geblutet. Ich hab wirklich geblutet. Das war hart. Ja, und ich habe das Ganze dann auch noch... Ich habe das wirklich geschrieben. Ich habe das Ganze geschrieben. Ich würde euch so, so gerne diesen Text zeigen, aber leider gibt es den jetzt nicht mehr, weil mein Lehrer ist jetzt auch lange nicht mehr in der Schule. Aber das war wirklich das Härteste, was ich in meinem Leben hatte. Ich habe so oft nachsitzen müssen wegen dem Ganzen. Ich habe so oft nachgesessen. Ich glaube, ich habe mehr in der Schule nachgesessen. Also ich möchte nicht, dass ihr mir irgendwie nachmacht oder sowas. Das sage ich immer. Leute, macht eure Schule richtig, macht keinen Mist.
Macht keinen Ärger, haut keinen anderen Mitschüler, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Seid immer sehr, sehr brav und hört einfach nur zu. Schule ist das Beste, was euch passieren kann, wirklich. Das habe ich auch in meinem Livestream hier vor kurzem gesagt. Übrigens, Leute, Livestream, ihr wisst Bescheid, ne? Immer schön schauen, alle 2 Tage werde ich das jetzt versuchen zu streamen. Und so, ne? Hab ich das ja auch schon gesagt, Leute, Schule, man muss eigentlich nichts machen in der Schule, ja. Ich war ein bisschen dumm, ja, ich bin halt, keine Ahnung, ich war halt wirklich dumm, ja. Und ich habe das halt nicht so gesehen, ich wollte einfach nur, ich denke so, bäh, Schule, ich will arbeiten und so, ne. Also ihr versteht schon, Leute, strengt euch in der Schule an. Strengt euch in der Schule an, dann seid ihr cooler als die Leute, die irgendwie Mist bauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Wir haben jetzt sehr, sehr viele tolle Sachen gemacht. Jetzt müsste eigentlich theoretischerweise auch, oh, jetzt muss ich hier nochmal hoch. So, nein, nicht in die Decke am besten. Hier haben wir nämlich das ganze Holz drin. Wir haben einfach aus den ganzen Bäumen nur 14 Bananen rausgekriegt. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Das ist einfach eine Rarität, Leute. Ich sag's euch. Das Dingen, das ist eine Rarität, du. So, wir brauchen jetzt hier das Iron Ingot. Jetzt fragen sich einige Leute, warum brauchen wir das Iron Ingot? Ich möchte nämlich hier aus Mainbay möchte ich mir nochmal ein paar XP-Flaschen kaufen, ja. Weil hier gibt es nämlich so XP-Flaschen. Vielleicht wissen das einige von euch nicht. Da können wir hier nämlich, da sind die XP-Flaschen. Man kann sogar Feuerwerk kaufen, das ist mega cool. Warte mal, wir kaufen jetzt erstmal hier so ein paar XP-Flaschen, damit wir nämlich wieder auf unsere 100 Level kommen, weil ich finde 95, Leute, pff, das sieht doch nach nichts aus, oder? Das ist auch hier nix, ist das doch. Und wenn wir das Ganze hier gemacht haben, dann lass einfach mal an den Brave casten, gucken, ob wir das Ganze hier noch, ob wir irgendwie Post bekommen haben oder sowas, eventuell, ob uns jemand mag, ob uns jemand lieb hat. Oh, es wird schon langsam wieder dunkel. Ach, ich bin heute wieder sehr, sehr viel hier am Labern. Oh, aber das ist ja auch schön. Leute, das mag ich total, ja? Ich liebe es einfach, mit euch so mitzuteilen, so was ich den ganzen Tag gemacht habe oder was so passiert ist. Wir haben ein Level gekriegt. Was? Was? Ich habe gedacht, jetzt kommen da so 5 Level oder sowas raus, aber das war einfach nur ein... Oh Mann, das war einfach nur ein Level. Okay, wir legen uns jetzt erstmal ins Bettchen, Mädchen. Und dann werden wir aufstehen und dann gucken, ob uns irgendwie jemand irgendwie eine Nachricht geschrieben hat oder sowas eventuell. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir mal einfach wieder Post bekommen würden oder sowas. Ach so, ich habe ja auch hier mein Warpbook abgeändert. Ja, ich habe jetzt so die Warp-Points, die nicht so wichtig sind, habe ich einfach wieder rausgenommen. Ja, also nicht wundern, weil hier jetzt auf einmal zu Hause Björn und dann Stadt da steht. Ne, ich habe das einfach abgeändert, damit das Ganze hier halt auch ein bisschen schöner aussieht und sowas. Ne, weil das war irgendwie davor alles so reingekrickelt und gekrackelt. Oh, einen Brief. Aber wir hatten auch schon die ganze Zeit. Oh, ja, lol, da ist jetzt endlich was drin. Okay, cool. Hallo Lars, hast du Zeit mal zu plaudern? Ja klar, von wem ist denn der Brief? Ich habe jetzt nicht geguckt. Oh, der Pfarrer. Der Pfarrer hat uns geschrieben, der liebe Pfarrer. Warte mal, ich lege mir hier aber auch gerade meine Sonnenbrille rein und das Ganze hier. Wir ziehen erstmal unseren Helm an. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal in der Westernstadt vorbei. Oh, das ist so toll. Ich habe die Warpoints geändert. Das sieht viel, viel besser aus als Westernstadt, wenn da nur Stadt steht, ne? Ach so, genau, wir wollten zum Pfarrer. Hier ist der Pfarrer drin. So, hallo Mr. Pfarrer, was geht, Mann? Hi. Lars, wie ich hörte, ist ein Wissenschaftler ins Dorf gezogen. Hm, dieser Typ ist mir nicht geheuer. Ich werde ihn im Auge behalten. Hm. Ja, Pfarrer, ich habe schon mit dem geredet, der ist eigentlich ganz cool. Leute, was haltet ihr von dem Typen, also von dem Björn? Ich finde, von dem Dr. Brain meine ich natürlich. Der ist auch eigentlich ganz cool, der Dr. Brain. Also ich habe jetzt gar kein Problem mit dem. Der ist zwar nicht ganz dicht, aber wer ist das schon? Ich bin ja auch nicht ganz dicht. Ich renne den ganzen Tag mit einem Drachenkopf durch die Gegend. Apropos Brain, lass doch mal einfach gerade bei dem vorbeischauen und gucken, ob bei dem eigentlich alles senkrecht ist. Ob bei dem alles im Lot ist. Oh, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen das letzte Mal. Lass einfach mal nach hier unten gehen. So, hallo Mr. Brain, what do you do? Oh Mann, ich vergesse es die ganze Zeit. Da ist ein komisches Experiment, was irgendwie schiefgegangen ist, Leute. Das Ding sieht so ultra gruselig aus, Mann. Da ist ja auch nochmal dieser Schneegolem, der den ganzen Tag irgendwie nur Fernsehen guckt und so. Brain? Brain? Hallo? Ach, da steht er. Hi, Brain, was geht? Was ist das denn? Ist das hier eine Abzugshaube irgendwie von der Küche? Keine Ahnung. Hi, Brain. Hallöchen, Lars. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Dies ist ein Creeper-Eye. Keine Sorge, dieser Creeper ist so manipuliert worden, dass er dir keinen Schaden zufügen will. Nimm das Ei und warte ab, bis es schlüpft. Hey, voll cool. Wo denn? Was denn? Was denn? Das hier? Ist das hier ein Creeper-Eye? Kann man das irgendwie aufnehmen? Wo ist es hin? Wo? Lol. Lol. Was? Danke, Brain. Lol, dieses Ei ist einfach auf meinem Kopf. Was? Wie cool. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal von außen angucken. Lol, wie dumm. Das Ei ist einfach auf meinem Kopf. Oh. Hä, lol. Guck mal. Ich trage ein Creeper-Ei auf meinem Kopf. Wie cool. Aber wie schlüpft es? Schlüpft es dann einfach auf meinem Kopf? Nicht, dass es irgendwie so, ne, dass es mir wehtut oder sowas. Lol. Einfach ein Creeper-Ei auf meinem Kopf. Wie cool. Leute, wie cool ist das denn? Oh, das ist irgendwie gerade richtig geil irgendwie, ne? So, Leute, ich würde mal sagen, dann haben wir auch heute das Ganze hier für heute ganz, ganz schön beendet. Wir haben einfach einen Drachen...
Wir haben einfach ein Creeper-Ei heute gekriegt. Wie cool ist das denn? Leute, das war's von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen für dieses coole Creeper-Egg hier auf meinem Kopf. Seht ihr das? Das ist so cool. Ich freue mich schon, wenn es schlüpft. Was kommt da raus? Ich halte es nicht aus. Leute, das war's. Und wir sehen uns auch beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss. Was sollte das, Lars? Oh mein Gott.